Hallo Leute, hier ist wieder Classic Gaming, Classic Gaming mit Let's Play Pokémon Schwarz 2. Ich habe schon zwei Schalter betätigt von dem Schiff. Und jetzt fehlen nur noch zwei Stück. Die kriegen wir aber auch noch hin. So. Alles klar. Okay, ein Zorex. Feuerschlag. Ja, okay, der Leck geht ja so weit, so wie ich das sehe. Also er ist nicht zu stark. Und Magma erreicht Level 62. Hier vielleicht? Ja. Nur noch ein einziger Schalter fehlt. Dürfte dann irgendwo hier zu finden sein. Ne, den habe ich schon. Da war ich gerade. Boah, ziemliches Durcheinander hier. Ich finde schon noch den Schalter, keine Sorge. Hä? Habe ich die noch gar nicht besiegt, die Typen hier, oder was? Sieht nicht so aus. Rockheimmann, komm. Den hauen wir weg, Magma, komm. Den putze ich weg. Ach, dein scheiß Bedroher, kannst du dir sonst wohin stecken? Komm, einmal Feuersturm. Dann ist der weg. Richtig. Und ein Radikal. Ach, was willst du mit dem Scheißding? Hier, Flammenwurf. Frisst das, du dreckige Ratte? Ratte.
Also müsste ich den hier theoretisch auch noch besiegen. Ja. Dann heißt das, ich bin auf der richtigen Spur. Und er hat nur ein einziges Pokémon, und zwar Tumor. Smogmog. Dum, 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 dum. Flammenwurf. Smogmog. Keine Chance. Gut so. Nein, nicht ganz. Hier vielleicht? Auch nicht. Scheiße, wo bin ich? Warum bin ich gerade rausgelaufen? Jetzt aber. So. Jetzt können wir eigentlich rausgehen. Und da vorne durchlaufen. Oh, du bist weit gekommen. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir etwas Besonderes. Sieh her. Das legendäre Eis-Pokémon Kyurem. Die Eisgeschosse, die wir auf Jinrak City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Also dann, du könntest zu einem Risiko für Team Plasma werden. Deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Das kannst du vergessen. Danke, dass du die Barrieren deaktiviert hast. Du hast mir echt geholfen. Ich werde euch beide besiegen. Jetzt kämpfen wir wieder gegen diesen dreckigen alten Sack. Boah, 6 Pokémon, leck mich am Arsch. Aber das schaffen wir beide schon. Okay, wir wissen, der Penner hat Eis-Pokémon. Dürfte also nicht allzu schwer werden. Geht doch. Da waren es nur noch 4. Ja, der Penner liebt wohl Eis, hä? So ein Eisfetischist. So. Was ist das? Komm schon. Komm schon, den besiegen wir. Junge, mach nicht schlapp. Ja, geht doch. Geht doch. Schade. Nicht ganz geklappt. Und der letzte Flammenwurf. Shit, hätte ich mir eigentlich aufheben sollen. Und das letzte Pokémon von ihm wird eingesetzt. Guck mal da.
So. Ich werde niemals gegen Team Plasma verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Dieses Pokémon, es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein, ist das, was zu Windrake City... du bist schlauer, als ich dachte. Wenn du so viel Verstand hast, wieso bist du das Risiko eingegangen, in unser Versteck einzudringen? Das ist doch offensichtlich. Ich tue alles, um das Pokémon meiner Schwester wiederzubekommen. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Inventura City ein Feliloo gestohlen hat? Ein einfaches Feliloo? Das wird irgendjemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Aber was ich nicht verstehe, es gibt noch andere Feliloo. Warum hängst du so an diesem einen? Dieses Feliloo ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester eingefangen. Es ist unersetzlich. Ein Andenken an jemanden? Das mag für dich zwar sehr wichtig sein, aber für Außenstehende ist das eine unbedeutende Angelegenheit. Das ist nichts im Vergleich zu diesem prachtvollen Schiff. Es nutzt die Kraft des legendären Kyurem. Damit wird es uns dieses Mal gelingen, ein All zu unterwerfen. Sieht so aus, als hätte sich Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde den DNS-Keil sinnvoll einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Finstrio. Red keinen Müll. Du hast schließlich verloren. Okay, wo fliegen wir hin? Team Plasma, achso, wir nicht. Wo ihr auch flieht, ihr entkommt nicht. Was ist das da drüben? Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte fliegen. Die Riesengrotte, sie liegt am Ende von Route 22. Gut, ich gehe da jetzt hin. Marco, komm du auch. Komm auch du. Dieses Pokémon, Kyurem, oder? Ich finde, seine Stimme klang irgendwie traurig. Kyurem? Missbraucht den Plasma Kyurems Kräfte etwa für seine bösen Machenschaften? Wollen wir den Plasma aufhalten? Wie wollen wir? Wenn Kyurem ein legendäres Drachen-Pokémon ist, so wie Lysiander sagt, dann können wir ihm nur Sekrom oder Regigram die Stirn bieten. Aber keines dieser beiden Pokémon ist im Moment hier. Wo sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden? Ich werde mich aufmachen und sie suchen. Okay, mach das ruhig, Sharon. Ich fliege jetzt jedenfalls zurück nach Abidaya City. Heile meine Pokémon. Oder Moment, die sind doch schon geheilt, oder? Nein, sind sie nicht. Ich heile meine Pokémon und mache mich danach auf den Weg zur Route 22. Oh, ich bekomme erstmal ein paar Medaillen wahrscheinlich. So,
Alles klar. Kaufe ich noch ein paar Sachen ein? Hyperbälle zum Beispiel? Nee, brauche ich nicht mehr. Hypertränke? Kann ich noch 3 Stück holen? Ja, was holen wir uns denn noch? Beleber haben wir auch genug. Top-Schutz. Hole ich mir noch 3 dazu. Und das war's. Gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Schwarz 2. Wenn wir endlich wieder in diese Hülle zurückgehen und dann Team Plasma hoffentlich den Arsch aufreißen. Bis dann.